Einen schönen guten Abend und ein gutes neues Jahr 2019 Ihnen allen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht. In dieser Sendung, so war das Jahr, wollen wir jetzt noch einmal zurückblicken auf den vergangenen August. Und wir fangen mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland an, liebe Zuschauer. Ballbesitzfußball. Ich wollte es auf die Spitze treiben, das perfektionieren. Da war ich fast arrogant, da gibt es nichts zu beschönigen. Mit diesen Worten hat Bundestrainer Joachim Löw am 29. August Stellung zum WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft genommen. In der längsten Pressekonferenz der DFB-Geschichte analysierte er gemeinsam mit Teammanager Oliver Bierhoff die Leistungen der Nationalspieler. Fanny Werther war für uns dabei. Hoher Besuch in der Münchner Allianz Arena. Am Mittwochmittag gaben sich der Bundestrainer Jogi Löw und der DFB-Teammanager Oliver Bierhoff die Ehre für eine Pressekonferenz. Das Thema: die Aufarbeitung des WM-Debakels der deutschen Nationalelf in Russland. Es war die längste Pressekonferenz in der Geschichte des DFB. Fast 2 Stunden stellten sich Jogi Löw und Oliver Bierhoff den Fragen der Journalisten. Das war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren. Und ich hätte die Mannschaft müssen schon frühzeitig einfach auch vorbereiten auf eine etwas stabilere, sichere Spielweise. So, wie es 2014 eigentlich der Fall war, war eine große Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive, die da stattgefunden hat. Und das war meine allergrößte Fehleinschätzung. Und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen. Uns hat einfach die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten und haben eigentlich unseren Erfolg und auch die Unterstützung unserer Fans für zu selbstverständlich gehalten. Ja, und Jogi Löw hat zugegeben, dass er nach dem enttäuschenden WM-Aus erstmal sehr frustriert war. Ein paar Wochen gebraucht hat, um das alles zu verarbeiten, aber auch ein paar Wochen gebraucht hat, um sich Gedanken zu machen, wie es denn dazu kommen konnte. Und er hat eine knallharte Analyse gemacht und die hat er in dieser Pressekonferenz vorgestellt. Und nachdem wir 2014 diesen Titel gewonnen haben und eben auch an der Spitze waren, hatten wir es bei diesem Turnier ganz einfach auch nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, neue Schlüsselreize zu setzen, ein neues Feuer so zu entzünden, dass es eine riesige Flamme gibt und dass alle mit unglaublicher Begeisterung, Enthusiasmus und mit großer Leidenschaft und auch wieder mit den anderen Tugenden, Einsatz, bedingungsloser Kampf und so weiter, Zweikampfstärke, das haben wir bei diesem Turnier nicht erreicht. Ja, und wie erwartet, wurde auch noch mal über das Thema Mesut Özil geredet. Mesut Özil war ja zurückgetreten vor einigen Wochen und Jogi Löw hat verraten, dass der Nationalspieler dem Trainer den Rücktritt nicht selber mitgeteilt hat. Der Manager hatte Jogi Löw angerufen und ihm eben erzählt, dass Özil jetzt bald ein Statement veröffentlichen wird. Der Spieler selber hat mich nicht angerufen. Normalerweise war es in der Vergangenheit immer so, wenn Spieler zurücktreten, wenn Spieler ein Problem haben, dann gab es immer sehr, sehr gute Gespräche. Der Mesut hat sich für einen anderen Weg entschieden, mich bis heute nicht anzurufen, obwohl ich jetzt, wie gesagt, seit 1,5, 2 Wochen ihn mehrfach versucht habe, eben auch zu erreichen, per SMS oder per Telefon, dass mir aber auch nicht gelungen ist, ihn ans Telefon zu bekommen. Natürlich auch mit dem Vorwurf gegenüber dem DFB in Sachen Rassismus hat er ganz einfach auch überzogen. In der Zeit, in der ich beim DFB war, gab es niemals auch nur einen Ansatz von rassistischen Äußerungen in unserer Mannschaft. Oliver Bierhoff hat sich auch geäußert zu einigen Vorwürfen, die ja nach dem WM-Aus laut geworden waren. Da war die Rede von zu wenig Fannähe, zu viel Kommerzialisierung und zu wenig Identität in der Nationalmannschaft. Die Spieler kommen mit großer Freude zu uns. Die sind unglaublich stolz, für Deutschland zu spielen. Die wollen den Adler auf der Brust haben. Die wollen eine Weltmeisterschaft spielen. Sie freuen sich, unter den Besten zu sein. Und das war auch, das kann ich sagen, auch bei den Spielern, die zur WM gefahren sind. Da hat sich jeder akribisch darauf vorbereitet, auch wenn das Ergebnis nicht das war, was wir uns natürlich erhofft haben, sind wir da unseren Bedürfnissen der Fans nicht näher gekommen. Und diese Hinweise,
nehme ich ernst, ich möchte sie nicht abwischen, weil es ist ja ein Gefühl, das da ist und auch dort höre ich natürlich nicht nur bei Direktbeteiligten herum und deswegen werden wir natürlich auch in Zukunft daran arbeiten, diese Nahbarkeit und Bodenständigkeit zu unseren Fans einfach wieder deutlicher zu machen und auch mir wurde zu viel Kommerzialisierung bei der Nationalmannschaft vorgeworfen und da möchte ich doch einiges irgendwie klarstellen, was verkehrt dargestellt wurde. Also erstens, für die Abschlüsse von Sponsoring und TV-Verträgen und den Inhalten davon, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Der DFB will also nach vorne blicken und die nächste Chance, sich zu beweisen, hat die Nationalmannschaft am kommenden Donnerstag, also am 6. September. Denn da steht ein Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich an. Und Jogi Löw hat heute den Kader dazu bekannt gegeben. Drei neue Spieler sind dabei, Thilo Kehrer, Kai Havertz und Nico Schulz. Und eine Überraschung, die gibt's dann noch, denn der Weltmeister und Stammspieler Sami Khedira ist nicht nominiert. Mix aus Erfahrung und Jungen. Ich traue auch unseren Weltmeistern, die dabei sind, zu, dass sie wieder ihre gewohnte Leistung abrufen. Absolut, die sie vielleicht nicht gezeigt haben bei diesem Turnier in Russland. Aber ich bin mir sicher, dass ich... Und ich weiß, was sie für Qualitäten haben. Und wenn man eben auch in so eine Phase jetzt geht, ist es wichtig, jung und alt und Erfahrung zu haben. Ja, der DFB hat sich also viel vorgenommen für die nächsten Jahre, will viel am Trainerstab verändern, will auch die Mannschaft ein bisschen umstellen. Ob das so klappt, das wird sich dann zeigen. Nach dem schrecklichen Brückeneinsturz im italienischen Genua am 14. August 2018 mit 43 Toten, haben sich viele Menschen auch bei uns im Freistaat die Frage gestellt, kann so etwas auch bei uns passieren? Und wie ist es eigentlich um die Brücken in Bayern bestellt? Nach Angaben der bayerischen Regierung sind im Freistaat mehr als 1400 Staatsbrücken sanierungsbedürftig. Was genau das bedeutet und ob ein Einsturz wie in Genua auch bei unseren Brücken denkbar wäre, hat Romana Bauer nachgefragt. Für knapp 5.500 Staatsbrücken ist der Freistaat Bayern zuständig. Rund ein Viertel davon ist sanierungsbedürftig. Klingt erst einmal schlimm, allerdings heißt sanierungsbedürftig bei weitem noch nicht einsturzgefährdet. Das können kleine Risse, Verpressung sein, das können Reparaturen am Geländer sein. Aber natürlich, wenn die Zustandsnoten dann in Richtung mangelhaft gehen, dann sind auch größere Maßnahmen erforderlich, das ist völlig klar. Aber wir haben das im Griff und es ist natürlich so, es dauert auch einige Zeit, oft das vorzubereiten. Also man kann nicht heute bei der Bauwerksprüfung feststellen, ich habe hier eine schlechte Note zu vergeben und dann schon morgen mit der Sanierung beginnen. Gerade bei Brückenerneuerungen dauert es oft mehrere Jahre, bis wir so weit sind, dass wir bauen können. Und eben das kritisiert die SPD-Fraktion im Landtag. Es stehe zwar Geld für Brückensanierungen zur Verfügung, davon werde aber nur ein Bruchteil genutzt. Außerdem sind viele Brücken im Freistaat in die Jahre gekommen. Ja, es ist schon deutlich schlechter geworden. Also wir haben in den letzten drei Jahren einen Anstieg von ca. 9% gehabt bei den sanierungsbedürftigen Brücken. Die Staatsregierung hat zwar Mittel im Haushalt, die werden allerdings nicht entsprechend abgerufen und verwendet. Man arbeitet da viel zu langsam und auch mit viel zu wenig Mitteln. Das Problem, je länger man mit der Sanierung wartet, desto mehr Mängel entstehen. Wie auch hier an der Donnersberger Brücke, die im Jahr 1972 gebaut wurde. Die meisten Brücken, die wir haben, sind verhältnismäßig alt. Die haben 30 und mehr Jahre auf dem Buckel. Die sind natürlich für einen Verkehr konzipiert worden, der heute bei Weitem nicht mehr so stattfindet. Wir haben viel, viel mehr Schwerlastverkehr. Wir haben eine viel höhere Belastung. Damit auch ältere Brücken dieser Belastung standhalten können, gibt es ein engmaschiges Prüfnetz in Bayern. Alle Brücken werden halbjährlich beobachtet, alle 6 Jahre gibt es eine Hauptuntersuchung. Das heißt, die findet so statt, dass also der erfahrene Bauwerksprüfer, also ein erfahrener Ingenieur, wirklich, ich sag mal, jeden Quadratmeter genau anschaut, abklopft, röntgt. Es gibt verschiedene Verfahren, also hier das alles genau zu sehen. Und so eine Brückenprüfung von einer großen Brücke kann schon mehrere Wochen dauern. Und da wird alles auf Herz und Nieren geprüft und dann wird eben eine Zustandsnote vergeben. Aber auch die ganzen Details, die man also praktisch bei der Prüfung festgestellt hat, werden dokumentiert. Und wenn es kleine Reparaturen sind, werden die sofort erledigt von eigenen Brückentrupps zum Teil. Und wenn es größere Reparaturen sind, müssen sie halt ausgeschrieben werden. Hohe Investitionen, häufige Prüfungen.
Auch wenn sich einige Brückenarbeiten länger hinziehen als gehofft, in einem Punkt ist man sich einig. Ein Unglück wie das in Genua hält in Bayern niemand für wahrscheinlich. Nach fast 5 Jahren ist im August 2018 eines der größten Projekte der bayerischen Polizei und der Justiz abgeschlossen worden. Und zwar die Umstellung von der grünen auf die blaue Uniform. Fast 33.000 Beamte wurden neu eingekleidet. Kostenpunkt über 40 Millionen Euro. Vorausgegangen waren umfangreiche Trageversuche mit verschiedenen Uniformmodellen. Nach Rückmeldung der über 500 Testbeamten wurde dann das beste Modell ausgewählt und angeschafft. Markus Heiß war bei der Präsentation dabei. Selbst die Polizeifahrräder sind inzwischen auf das neue blaue Design umgestellt worden. Vor knapp 5 Jahren haben sich Polizei und Justiz nach einer Umfrage unter den Beamten dazu entschlossen, von grün auf blau umzustellen. Nach Testphase und Trageversuch war die neue Bekleidung gefunden. 27.500 Polizisten wurden für rund 33 Millionen Euro eingekleidet. Aber so richtig komplett abgeschlossen ist die Umstellung nun doch noch nicht. Bei den Hundeführern haben wir jetzt festgestellt, dass sich da der Stoff des Einsatzanzuges nicht mit den Hundehaaren verträgt und dass das nicht passt. Deshalb stellen wir fest, für die Hundeführer brauchen wir jetzt einen ganz speziellen neuen Einsatzanzug. 5.600 Justizbeamte wurden ebenfalls neu angekleidet. Kostenpunkt hier rund 7,1 Millionen Euro. Dabei war die Farbe Blau bereits vorher im Strafvollzug eine bekannte Farbe. Jedoch quasi auf der anderen Seite, nämlich die Sträflingskleidung ist blau. Wir haben es natürlich gleich beim Trageversuch auch geprüft, inwieweit ist hier die Gefahr gegeben, dass es zu wenig unterscheidbar ist. Aber das deutliche Blau der Uniformen, wie wir sie heute sehen, das hebt sich schon stark ab von dem Blau, das die Gefangenen in ihrer Kleidung haben. So gesehen kein Problem, keine Verwechslungsgefahr. Die Umrüstung ist zwar abgeschlossen, aber das Qualitätsmanagement geht jetzt erst los. Zwar sind laut Hermann und Bausback die meisten mit ihren neuen Uniformen zufrieden, dennoch. Ich nehme aber auch wahr, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt zum Beispiel, das neue dunkelblaue Hemd ist schon nach wenigen Waschgängen etwas verschlissen oder dass da oder dort mal eine Hose nicht richtig geschneidert ist oder eine Naht aufreißt. All solchen Dingen muss nachgegangen werden. Darum haben wir jetzt eine zentrale Beschwerdemanagementstelle bei der Bereitschaftspolizei eingerichtet, wo jeder Kollege per E-Mail unmittelbar, wenn er etwas auszusetzen hat an dem, was ihm geliefert worden ist, dies mitteilen kann, damit wir auch einen Überblick bekommen, ist es ein Einzelproblem oder stellen wir fest, da ist vielleicht eine ganze Charge von ein paar hundert Hosen, die neu ausgeliefert worden ist, eben vom Hersteller nicht in Ordnung gewesen. Mit der Umstellung der Uniform von grün auf blau müssen natürlich auch die Einsatzfahrzeuge dem Farbwechsel folgen. Der Großteil unserer Streifenfahrzeuge sind heute ja Leasingfahrzeuge, die wir nur 2 oder 3 Jahre haben. Da ist die ganze Polizeimarkierung ja mit Folie draufgeklebt, die dann später wieder abgezogen wird. Da ist das kein Problem. Alle, die jetzt neu kommen, werden schon seit dem vergangenen Jahr in Blau ausgeliefert von den Herstellern. Dort, wo wir Spezialfahrzeuge haben und die noch einige Jahre in Grün fahren, werden die nicht extra umgemalt, sondern da müssen sich die Bürger und die Polizeikollegen damit abfinden, dass die eben noch ein paar Jahre mit grünen Fahrzeugen unterwegs sind. Und auch das Polizeiorchester ist inzwischen blau geworden. Im September ist für die bayerischen Polizisten dann schon wieder quasi Weihnachten, denn dann beginnt die Auslieferung der neuen Dienstpistolen. Und die neue Dienstpistole wurde dann im September 2018 ausgeliefert. Zu unserem nächsten Thema, meine Damen und Herren. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat am 20. August mit Astronaut Alexander Gerst gesprochen. Aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt telefonierte er per Videochat zur Raumstation ISS. Rund 20 Minuten war Zeit für den Austausch aus dem All nach Oberpfaffenhofen. Worüber sich der Minister und der Astronaut unterhalten haben, wissen Romana Bauer und Elena Miller. Direkte Leitung aus dem All nach Oberpfaffenhofen. Vom dortigen Zentrum für Luft- und Raumfahrt konnten sich am Montag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Astronaut Alexander Gerst austauschen. Der wird ab Herbst als erster Deutscher das Kommando über die ISS übernehmen. Ja, das ist in der Tat eine große Aufgabe, auf die ich mich sehr freue, die ich auch sehr ernst nehme. Da muss man sich tatsächlich lange drauf vorbereiten. Also ich habe das in den letzten 2 Jahren schon getan beim Training, also als Kommandant der Raumstation. Da geht es darum, dass man auch schon vor dem Flug schaut, dass die Kommunikation mit allen Gruppen der Bodenkontrolle funktioniert, mit den Teams hier oben, dass die Mannschaft das hat, was sie braucht im Training, dass es nicht zu viel
viel trainiert wird, nicht zu wenig, dass genau das passt. Und da konnte ich mit meiner Erfahrung natürlich von dem ersten Flug ein bisschen mich mit einbringen. Mit dem Bundeswirtschaftsminister kam der Astronaut am Montag nicht zum ersten Mal in Kontakt. Die beiden hatten schon mehrere Treffen. Ich kenne Alex Gerst aus persönlichen Begegnungen. Ich habe ihn beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis getroffen. Wir sind uns im Bundeskanzleramt begegnet, als ich Kanzleramtsminister war. Ich halte ihn für eine herausragende Persönlichkeit im Bereich der internationalen Raumfahrtorganisation. Gersts Forschungsmission auf der ISS wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aus Oberpfaffenhofen gesteuert. Das DLR beherbergt insgesamt 13 wissenschaftliche Einrichtungen, die der Minister vor seinem Live-Call noch besichtigt hatte. Ich habe vorhin das Institut für Robotik besucht mit Herrn Professor Albus Schäfer. Ich war tief beeindruckt von dem, was dort gemacht und vorangetrieben wird. Der Minister informierte sich hier über die neuesten Entwicklungen in der Medizin- und Industrierobotik sowie der robotischen Elektromobilität. Im Zentrum seines Besuchs stand aber der Austausch mit Alexander Gerst. Ein zentrales Thema, das beide ansprachen, wie man die Raumfahrt in Deutschland voranbringen und vor allem junge Menschen für das Thema begeistern kann. Und ich denke, dass wir schaffen müssen, eben gerade um in Deutschland auch in der Führungsposition zu bleiben in der Technologie, ist noch mehr die Jugend zu inspirieren, ihnen zu zeigen, dass wir tatsächlich auch Dinge hinkriegen können, die bisher als unmöglich galten. Ja. Voraussichtlich im Dezember 2018 wird Gerst wieder auf der Erde landen und viele Forschungsergebnisse und spannende Erfahrungen aus dem All mitbringen. Bis dahin gibt es immerhin Grüße von der ISS, 400 Kilometer von der Erde entfernt. Alles Gute von der Internationalen Raumstation. Alles Gute und bis bald. Nach der extremen Hitze im Sommer stand ein Thema in München wieder besonders im Mittelpunkt. Ein Flussbad an der Isar direkt in der Stadt. Nachdem der Münchner Stadtrat dem Projekt bereits zugestimmt hatte, konnte sich im August auch Ministerpräsident Markus Söder ein Bild von dem besagten Abschnitt an der Isar machen. Zusammen mit damaligen Bürgermeister Josef Schmidt und Umweltreferentin Stefanie Jakobs stieg er vor dem Deutschen Museum an die Isar hinunter. Fanny Werther berichtet. Markus Söder hält schon mal seine Füße ins Wasser. Gut also, dass Josef Schmidt Handtücher mitgebracht hat. Am Dienstagmorgen besichtigten die beiden CSU-Politiker gemeinsam mit Umweltreferentin Stefanie Jakobs und Staatsminister Marcel Huber den möglichen Standort für das Isar-Flussbad. Zwischen Corneliusbrücke und Boschbrücke gegenüber dem Deutschen Museum soll sich zukünftig nicht nur Politiker erfrischen können, sondern auch die Münchner. Ich finde es eine tolle Idee, ein solches Flussbad zu verwirklichen. Das Leben in der Stadt bedeutet auch das Leben am Fluss. Die Möglichkeit, eine besondere Kühlung wahrzunehmen, nicht nur das normale Freibad, sondern tatsächlich mit der Isar, mit der hohen Wasserqualität, die auch die Kühle anzunehmen, ist etwas Wunderbares. Wir haben es in anderen Städten in Deutschland. Der Freistaat Bayern unterstützt das Projekt finanziell, organisatorisch, logistisch. Und ich finde es toll, wenn es so möglich wäre. Das ist übrigens nichts Neues, das hatten wir früher schon. Da gibt es fantastische Bilder Anfang des 20. Jahrhunderts, wie die Münchner sich in ihrer Isar damals erfrischt haben. Und dass es geht, ist jetzt bewiesen. Wir wissen, es kostet viel Geld. Man muss noch Haftungsfrage und Betreibermodell klären. Aber mit der heutigen Zusage des Ministerpräsidenten, das finanziell zu unterstützen, ist ein gordischer Knoten durchschlagen. Der Stadtrat hatte dem Projekt bereits mit großer Mehrheit zugestimmt. Nun hat das Isar-Flussbad auch den Segen des Ministerpräsidenten. Wir haben auch gute Erfahrungen in anderen Städten gemacht. Zum Beispiel Nürnberg habe ich noch als Umweltminister so etwas Ähnliches gemacht. Da wird heute gebadet in einer Badebucht, wird angenommen von jedermann. Übrigens ist auch der Vorteil hier, hier können auch Hunde mit rein. Das ist nämlich auch so ein Thema. Viele Hundebesitzer können normales Schwimmbad mit ihren Tieren nicht rein. Hier können sich Mensch und Tier gemeinsam abkühlen. Eine schöne Sache. Das Flussbad soll mehr Leben an die Isar bringen. Liegewiesen, Treppen ins Wasser und Plattformen wie diese sollen das Baden mitten in der Stadt ermöglichen und Hitzeperioden erträglicher machen. Wir sind eine stark wachsende Stadt. Wir wachsen jährlich um 30.000 Menschen. Die brauchen natürlich auch entsprechende Infrastrukturen. Und gleichzeitig haben wir das Problem des Klimawandels, der unsere Stadt aufheizen wird. Zusätzlich durch den Wärmeinseleffekt sind gerade versiegelte Großstädte ganz besonders betroffen davon, besonders heiß zu werden im Sommer. Und hier wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern einfach eine zusätzliche Erfrischungsmöglichkeit naturnah ermöglichen.
Eine Machbarkeitsstudie soll nun zeigen, inwiefern sich ein Isar-Flussbad realisieren lässt. Denn die Isar ist kein Planschbecken und die Fließgeschwindigkeit kann gefährlich werden. Auch wäre ein Badebetrieb aufgrund der niedrigen Wassertemperatur nur in den Sommermonaten möglich. Wir werden uns beteiligen sowohl bei der Planung, weil vieles muss gemacht werden an der Isar selbst. Es passt im Rahmen des normalen Gewässerprogramms und dann auch nochmal bei den ganzen baulichen Maßnahmen. Ich schätze, am Ende wird es ein hoher einstelliger Millionenbetrag sein, den der Freistaat Bayern dann am Ende, wenn man alles zusammennimmt, dazu leisten kann. Es wird geschaut, wer kann das Flussbad unter welchen Bedingungen betreiben und vor allem, wie schaut es mit der Haftung aus? Wenn etwas passieren sollte, da muss sich natürlich die öffentliche Hand immer absichern. Das wird jetzt geklärt, dann werden die Kosten ermittelt. Zwischen 10 und 19 Millionen Euro, das ist erstmal auf den ersten Blick ein Heidengeld. Allerdings wollen wir schauen, dass wir über Synergieeffekte, über ohnehin anstehende Sanierungsmaßnahmen diesen Kostenblock nochmal reduzieren. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass der Freistaat Bayern mit finanzieller Hilfe zugesagt hat. Denn ich glaube, hier sollten wir wirklich langfristig denken und planen. Das Geld, das wir heute in die Hand nehmen, das wird viele Generationen erfreuen. Und auch Markus Söder müsste dann nicht mehr nach Nürnberg fahren, um zu baden, sondern könnte direkt in die Isar springen. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Wetter, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. So war das Jahr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und ruhigen Neujahrstag. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.